Willkommen zurück zu Origami King. Einmal quer durch die Wüste sind wir mit dem treuen Stiefo-Mobil gefahren. Und ja, was es mit dieser Lichtershow auf sich hat, das finden wir jetzt mal heraus. Eine hübsche orientalische Stadt. Oder ein Palast zumindest. Halleluja, was ist das für eine Party? Die Stadt der Sniffits. Oh, please. Hoffentlich gibt's eine Sniffit-Show. Sieh nur, so grell, so hell, als wäre die Nacht erwacht. Ich bin eine richtig gute Dichterin, oder? Macht's euch was aus, dass ich hier mit meiner Karre vorfahre? Ich finde, das sieht aus wie ein Parkplatz. Deswegen stelle ich das jetzt mal dahin. Verzeihung, das ist ein VIP-Eingang zur Wüste. Nur Hotelgäste mit Schlüssel haben Zugang. Hotelgäste? Verzeihung, dies ist ein VIP-Eingang zur Wüste. Das ist schon ein bisschen Las Vegas, oder? So eine Partystadt mitten in der Wüste? Eindeutig. Parkplatz frei für Stiefobile. Einfach abstellen und abrauschen. Ach, das ist echt einer? Das finde ich ja klasse. Ich finde, da steht Disco. Disco Quidbig. Willkommen in Sniff City, eine Oase von und für Sniffits. Vielleicht hast du mal einen anderen Namen für diesen Ort gehört. Den kannst du vergessen. Es ist auf jeden Fall eine richtig schöne Stadt. Bei so vielen Einwohnern müsste sich doch jemand finden lassen, der uns mit diesen alten, seltsamen Zeichen helfen kann, Mario. Sehe ich auch so. Du kannst das nicht lesen. Vielleicht von hinten. Nein. Sniffit links, Sniffit rechts. Das ist Sniff City. Das klingt irgendwie so, als würde es hier miefen. So, Sniff City. Ah, immer her damit. Da vorne hängt sogar was. Moment, das hat sich einfach aufgelöst. Ich will das haben, ich will das essen. Auch nur Konfetti drin. Aber hier hat es doch gerade gebimmelt. Ja, ich bin doch nicht eingebildet. Ich sehe nur nicht wirklich wo. Ah, da oben im Schild. Da komme ich jetzt aber nicht so leicht ran. Da bräuchte ich was zum Schießen. Naja, den merke ich mir mal. Hallo? Du siehst traurig aus. Willst du ein bisschen wippen? Oh, das ist cool, wie sich die Sonne hier spiegelt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich fliegen kann. Ich brauche nur etwas Starthilfe. Ja, das reicht nicht. Und ein Hammer? Auch nicht genug. Dann müsste ich wahrscheinlich vom Dach dieses Gebäudes da drauf springen. Zu schwach. Ich will richtig abheben. Stärker. Wenn ich jetzt Eisenstiefel ausrüsten könnte, außerhalb des Kampfes. Ah, wie schön die Locations in diesem Spiel einfach sind. Es ist faszinierend. Hinter dem Busch? Oh, was ist das denn? Ach so, ja, eigentlich genau das, was ich wollte. Jetzt kann ich nämlich dem Sniffit helfen, glaube ich. Aha. Dieses Versteck war Gold wert. Ist das echtes Gold? Bestimmt nur blattvergoldet. Weg mit dem Schild. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das treffe. Ich hoffe, das hier ist eine Markierung, wo man runterspringen soll. Ja! Oh! Coole Sache. Kann ich dir irgendwie helfen? Komm jetzt bloß nicht mit, ich hab's ja gesagt. Nee, hab ich nicht. Was ist das? Wieso blockiert er mir jetzt den Weg? Er ist doch flach. Flach wie Papier. Oh, danke. Ich war hier seit einer Ewigkeit gefangen. So behandelt man kein VIP. Jetzt muss ich mich erst einmal in meiner luxuriösen Villa in Toadtown erholen. Komm irgendwann mal vorbei, dann zeige ich mich erkenntlich für meine Rettung. Aha, Toad in der luxuriösen Villa in Toadtown. Wo soll ich überhaupt als erstes hin? Ich meine, das hier sieht schon aus, als könnte man mal einen Blick riskieren. Ist das etwa schon das Hotel? Hier war niemand, also bin ich einfach eingezogen. Meine Miete und eine erlesene Teppichauswahl. Keine Miete, meine ich. Keine. Der Spiegel. Einfach so ein bisschen Alufolie. Oh, nach der langen Reise durch die Wüste könnte ich jetzt echt so ein bequemes Bett gebrauchen. Einfach mal über die Ereignisse der letzten Tage schlafen. Das würde Mario bestimmt ganz gut tun.
Was ist mit dir? Lass dich von mir nicht stören. Ich lass mich von dir ja auch nicht stören. Wildfremde Sniffels beim Beschnüffeln von Betten belästigen. Manieren haben manche Leute. Ja, viel Spaß beim Rumschnüffeln. Ich hoffe, die Putzfrau, das Reinigungspersonal hat einen guten Job gemacht, nachdem der letzte Gast hier war. Das soll nämlich ein Bettnässer gewesen sein. Danke. Boah, krass und mal. Aber das kann man immer gebrauchen. Was gibt's hier? Kann ich das auch nicht lesen? Wüsteninfoschalter. Doch, der ist für Touristen, deswegen in unserer Sprache verfasst. Ah, ein Reisender. Willkommen in unserem kleinen Wüstenparadies. Sie müssen müde sein von der langen Reise. Vielleicht möchten Sie sich in unserem wundervollen Luxushotel erholen. Ich stehe in keinerlei Verbindung mit dem Hotel und erhalte auch keine Provision. Oh nein, keineswegs. Wo ist das Hotel? Ist das da hinten? Dieser riesige Palast da. Könnte ich mir vorstellen. Hui, Stöpsel! Warte, kann man da etwa drüber? Nee, so ausgesehen, als wäre das eine Plattform. Dieses eine Seerosenblatt. Du bist nicht der einzige Besucher in letzter Zeit. Bin mir ziemlich sicher, dass es ein Toad war und kein Sniffet. Komischer Kauz. Hier ist wohl jeder, der kein Sniffet ist, ein komischer Kauz. Hey, du! Du siehst so aus, als würdest du das lesen. Kannst du das lesen? Ich weiß einfach, dass es wichtig ist. Du kannst das nicht lesen. Also der hilft mir dabei auch nicht. Aber so ein Sniffet als neuer Partner wäre doch eigentlich auch ganz nett. Der komische Toad mit dem seltsamen Hut stellt eine Menge Fragen und scheint sich für alte Sachen zu interessieren. Ich habe hier in letzter Zeit nur einen einzigen Toad gesehen. Er ist wohl im Hotel. Komischer Typ. Ist das der hier, der ausschlägt? Ich glaube nicht. Ich sehe aber wirklich gar keinen. Wo hat der sich denn schon wieder versteckt? Jam City Laden? DJ Toads groovige Platten. Ah. Der Laden rechts ist der beste. Hey. Tja, ich hab mir gedacht, wenn ich hier schon festsitze, kann ich auch gleich etwas Werbung machen. Mir gehört der Laden nebenan. Komm doch mal vorbei. Was hast du denn anzubieten? Den gewöhnlichen Stuff? Langweiligen Kram? Oh! Erstmal die Kasse plündern, wie immer. Hallöchen und willkommen im Lädchen von Jam City. Ich glaube, du bist in der falschen Stadt. 13.000 übernachten wird schwierig, aber sonst stimmen alle Details. Tja, das kann ich mir bei weitem nicht leisten. Komm doch mal wieder! Die Souvenire sind immer so teuer, habe ich das Gefühl. Plattenladen, kann man sich wahrscheinlich Musik fürs Museum kaufen. Gucke ich natürlich auch mal rein. Obwohl der wohl verlassen ist. Hi. Wie komme ich denn an dich ran? Juhu! Durch Marios fulminante Sprungfähigkeit. Besten Dank. Kaum jemand kauft noch Musik auf Disc. Ich dachte, ich muss für immer so bleiben. Ich bin sowieso überrascht, dass es den Laden noch gibt. Meistens ist der Besitzer gar nicht da. Das heißt, ich kann mich hier frei bedienen? Ja, aber alte Platten haben ja ein Revival in den letzten paar Jahren. Weil sie einfach den überlegenen Klang haben gegenüber CDs. Nicht so komprimiert. Was habe ich denn hier gefunden? Ein Schatz, lauf mir bloß nicht von der Kiste runter. Ach so, ich dachte gerade, da all das für einen Schnipselsack, aber nein, es ist natürlich ein Schatz. Trotzdem gibt es hier ansonsten scheinbar nichts. Kann man nicht dahinter? Nö. Dann war wahrscheinlich hier die Tür, naja, muss nicht unbedingt abgesperrt gewesen sein, aber es hätte auf jeden Fall nichts gebracht, da durchzugehen. Keine Musikplatten für mich. Was das wohl zu bedeuten hat, dass es an manchen Orten Jam City heißt. Das ist ein schöner Ort hier. Hier gefällt's mir. Hier würde ich mich im echten Leben rumtreiben, wenn mir der Trubel zu viel wird. Die Treppe ist ja mal kaputt.
Und ich fühle mich so langsam wie ein Analphabet. Willkommen im Palasthotel, Sniff City Reisender. Oh, ist das toll. Wir haben uns ganz schön abgemüht bisher, oder? Verdienen wir nicht mal eine Pause? Mit Zimmerservice? Ich hätte gerne eine fette Käsepizza aufs Zimmer. Ist natürlich nur eine Metapher. Da kann man wahrscheinlich aus dem Fenster springen. In ganz Sniff City gibt es keine bessere Unterkunft. Was genau ist das hier für ein Etablissement? Nein, Spaß. Aber den Gag wollte ich mir jetzt einfach gönnen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Der Typ fletzt sich auf meiner Liege. Und ja, ich weiß, dass da noch eine andere frei ist. Was macht es denn zu deiner Liege? Boah, das ist genau meine Musik. Ich kriege von meiner Umgebung fast gar nichts mehr mit. Ist die vielleicht von einem Toad besetzt und er will deswegen nicht hierhin? Was ist das für ein geiler Song? Was ist überhaupt mit dem Soundtrack von diesem Spiel los? Gib dir den mal. Surft auf dem Springbrunnen. Wo hat der überhaupt das Surfbrett her? Na, das ist der Toad. Jetzt sehe ich's auch. Ich bin so froh, dass die NPCs immer Sachen oder auf Sachen aufmerksam machen. Sonst würde ich die wahrscheinlich alle übersehen. Irgendwas ist an dem Laden hinter dem Hotel komisch. Du weißt schon, der mit der Lampe. Warum braucht der so lange, um aufzumachen? Weiß ich nicht. Tanzen? Ich tanze, wie ich will. Mir doch egal. Den gibt's in jeder Disco, oder? Den Körperklaus? Was geht ab? Hast du einen Musikwunsch? Oh, warte, ich nehme keine Musikwünsche an. Zisch ab! Ich mach hier dein ganzes Board kaputt. Zu genial. Ich frag mich aber trotzdem, wie ich an den rankomme hier. Uah, ich kann da noch nicht mal reinspringen. Das ist nicht cool. Der hat aber da was. Was hat denn der da in der Hand? Das sieht aus wie ein Schlüssel. Der ist auf jeden Fall wichtig. Hier bleibt man auch echt überall hängen. Wo war jetzt hier eine Tür? Hier. Oh, diesen Song muss ich mir nachher nochmal komplett anhören. Der ist, glaube ich, richtig cool. Hab ich eine Poolparty verpasst? Dann kannst du mich gleich wieder zusammenfalten, Mario. Nö, das ist noch in vollem Gange. Guck dir das mal an. Wo rennt denn der jetzt hin? Hey, ich habe in diesem Chaos etwas gefunden, das dich vielleicht interessiert. Es ist an der Rezeption. Aha. Auf jeden Fall ist das hier der Moment, wo ich aus dem Fenster springen kann. Ja. Dafür gibt's 1000 fette Münzen. Wenn das so weitergeht, dann kann ich mir vielleicht das Souvenir doch noch irgendwann leisten. Ah, hätte ich jetzt hier noch mehr machen können? Ich glaube nicht. Das hätte nicht gereicht. Von einem Sprung her. Yes! Weiter dancen. Oh, hier ist zu. Dann wissen wir ja auch schon, wofür der Schlüssel ist. Oha. Toadie, ich kann dich sehen. Ich helfe dir. Ziehharmonika Toad. Ich habe 10-mal hintereinander das Frühstücksbuffet verpasst. Weißt du, er hat seit 10 Tagen hier festgesteckt. Was ist mit dem Pagen? Wieso hat er die Koffer nicht weggeräumt? Komisches Hotel. Suchst du ein Zimmer? Dann geh zur Rezeption. Ich bin nur hier, um in der Lobby auf und ab zu laufen. Ist auf jeden Fall wesentlich größer von innen als von außen, dieses Hotel. Willkommen, willkommen. Es ist immer wieder eine Freude, Reisende zu empfangen. Leider sind wir im Moment völlig ausgebucht, aber alternativ können Sie in der Wüste übernachten. Oh, wir suchen gar nicht nach einem Zimmer, sondern nach jemandem, der seltsame Schriften lesen kann. Ist hier vielleicht so jemand zu Gast? Ah, Professor Toad. Arbeiten Sie mit ihm zusammen? Er ist leider gerade nicht hier. Aber wenn Sie seine Kollegin sind, kann ich Ihnen ja ohne Bedenken seinen Zimmerschlüssel geben. Ja, so funktioniert das. Schlüssel des Professors, der Schlüssel zum Zimmer des Professors. Wo mag er stecken? Vielleicht in seinem Zimmer? Mario, ich glaube, er denkt, wir arbeiten mit einer Art Toad-Professor zusammen. Das ist ein Glück, oder?
Jetzt sind wir einem Professor, der gewiss die seltsame Schrift für uns lesen kann, ganz dicht auf den Fersen. Einfach die Treppe hoch am Ende der Brüstung. Sie können es nicht verfehlen. Mehr habe ich nicht zu sagen, aber gewiss haben Sie beide auch ohne mich genügend Gesprächsstoff. Ich kann es kaum erwarten, mehr über diesen geheimnisvollen Professor zu erfahren. Ein geheimnisvoller Professor? Das interessiert mich allerdings auch. Und es ist sogar eine Treppe, die man nicht nach oben springen muss. Das Hotel gefällt mir immer besser. Hey, sieh dir das mal an. Ein riesiges Bild, die ganze Wand entlang. Unglaublich. Aber was ist das? Es sieht fast aus wie ein Comic. Wollen wir es eine Comicwand nennen? Ah, und da sind wieder diese seltsamen Zeichen. Hoffentlich kann uns der Tod, den wir suchen, damit helfen. Diese Schrift scheint überall zu sein. Ich meine, man muss nicht wirklich lesen können, um das zu verstehen. Das sind die vier Toad-Türme hier. Die aktivieren wir alle und dann kommt ein Feuerdrache raus. Lavados, genau. Dadurch wird Lavados aktiviert. Und das hier haben wir auch schon gemacht. Disco, mitten in der Wüste. Schlüssel des Professors. Mal schauen, ob es der richtige ist. Der Schlüssel passt nicht. Was ist da los? Was ist da los? Oh, Verzeihung. Verzeihung. Das habe ich ganz vergessen. Wir haben Ihrem Freund die Besenk... Was? Die... Ein besseres Zimmer gegeben. Es ist im Erdgeschoss in einer unserer Schnäppchen-Trademark-Suiten. Tut mir leid für die Verwechslung. Folgen Sie mir einfach. Es wird etwas verdächtig gerade. Ich weiß nicht, ob ich dem so wirklich trauen kann. Und was hat er überhaupt gemeint? Besenk? Besenk? Was ist das für ein Wort? Was ist jetzt mit dem da auf einmal los? Ach so, das ist der gleiche. Okay, kann ich schon alle gar nicht mehr auseinanderhalten. Da wären wir. Hier entlang gleich die erste Tür links. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Das ist so sicher ein Hinterhalt. Ich habe Angst, ich will speichern. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu misstrauisch. Aber inzwischen kann in diesem Spiel, glaube ich, alles passieren. Sogar Käfer in Vasen. Wow, dieser Weckruf war der Hammer. Was für ein Service hier. Ist das dein Zimmer? Die Vase da. Was hat er jetzt gesagt? Das erste oder das zweite Zimmer? Egal, ich gucke sowieso in beide rein. Wenn mir das denn erlaubt ist. Ja, ganz nett hier. Ich möchte Zimmerservice. Schließlich bin ich zum ersten Mal in einem Hotel. Und dieses Bett. Stilvoll, aber gemütlich. Hier könnte ich liegen und mich entfalten. Ist das das Äquivalent zu Ausziehen für Origami? Aber wir haben wohl keine Zeit zum Entspannen. So, hast du hier irgendetwas gesehen, das uns helfen könnte, diesen Professor zu finden, Mario? Wie wär's denn mit dem Tagebuch? Forschungsbericht Tag X. Endlich ein Hinweis. Der Schlüssel zu den Geheimnissen der alten Falter. Neulich entdeckte ich einen uralten Schatz. Vielleicht erweist er sich als entscheidend für meine Forschung. Grob übersetzt handelt es sich um Sonnenräucherwerk. Und es scheint Teil einer Zeremonie zu sein. Forschungsbericht Tag X. Für einen fairen Preis erhielt ich das Sonnenräucherwerk von dem Sniffet. Von dem Sniffet, ja, nicht irgendein Sniffet. Meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich werde mich nun zum Solaraltar begeben. Was hast du herausgefunden? Sind das seine Aufzeichnungen? Ich kann seine Handschrift nicht entziffern, also musst du mir helfen. Steht da irgendetwas darüber, wo er hingegangen ist? Oder ob er etwas mitgenommen hat? Ja, er ist zum Sonnenaltar. Ich weiß nur nicht, wo sich der befindet. Das heißt, weitere Erkundungen sind anzustellen. Mal gucken, ob ich in das andere Zimmer doch noch reinkomme. Das ist nämlich nicht abgeschlossen. Aha. Du bist ja naiv. Was ist ein alter Falter? Irgendwer im Zimmer nebenan redet die ganze Zeit davon. Die Wände hier sind viel zu dünn. Das liegt vielleicht daran, dass da ein Loch drin ist. Ist das auch ein Rätsel? Oh, später muss ich alle Räume nochmal abklappern. Und das Zeug lesen, das ich jetzt nicht lesen kann. Niemand hat eine Shisha. Sonst würde ich da mal bleiben.
fragen wir mal den Hotel-Rezeptionisten, ob der weiß, was ein Sonnenaltar oder ein alter Falter ist. Danke für die Hilfe. Das Zimmer ist schick, aber dennoch geschmackvoll. Ich bin möglicherweise etwas auf dem Bett herumgesprungen. Keine Sorge, das passiert ständig. Da fällt mir noch etwas ein. Ihr Kollege schien ein besonderes Interesse an einem unserer Dekoartikel zu haben. Ich wollte zwar nicht verkaufen, aber Ihr Kollege war sehr hartnäckig. Also habe ich ihm das gute Stück für einen möglicherweise leicht überhöhten Preis überlassen. Aber da ich deswegen ein schlechtes Gewissen habe, warum nehmen Sie nicht auch einen? Kostenlos. Oh, das ist ein Sonnenräucherwerk. Räucherwerk mit dem wohligen Duft warmer Sonnenstrahlen. Ah, jetzt fühle ich mich besser. Vielen Dank. Nun, wenn Sie gehofft hatten, Ihren Kollegen zu treffen, er ging fort, befürchte ich. Wir bieten keinen Concierge-Service an, doch vielleicht sollten Sie am Wüsten-Infoschalter in der Stadt fragen, um sich nicht zu verlaufen. Mach ich. Irgendwann. Rede! Dieses Hotel hat so lange von der Strahlkraft seiner Wandgemälde gezerrt, wenn man mich fragt. Na gut, der Pool ist schon auch nicht übel. Oh! Aber hier geht's rein. Was guckst du an, das Loch in der Wand? Hier ist es ganz schön ruhig, als wäre ich der Einzige hier. Also sind hier die Wände besser als auf dem anderen Flügel. Aber kein Toadgebimmel. Dann bin ich raus. Bestimmt irgendwelche unsichtbaren Blöcke überflogen. Katastrophe. Tja, wo die ganzen losen Enden wohl zusammenführen? Hier scheine ich auf jeden Fall jetzt alles gemacht zu haben, was man anschauen kann. An den komme ich nicht ran. Ich müsste wohl irgendwie den Brunnen ausschalten können. Aber zum jetzigen Zeitpunkt geht das nicht. Ich wüsste zumindest nicht wie. Vielleicht kann ich dem hier auf den Kopf hauen. Tja! Mehr oder weniger. Der Sonnenaltar. Oh, der Sonnenaltar! Doch, klar, den haben wir schon gesehen. Der ist in der großen Sandwüste. Das muss er sein. Wenn alle vier Lichter gleichzeitig die Fassade anstrahlen, das ist schon ein toller Anblick. Mhm. War die Glocke da unten? In einem dieser Vasen? Oh! Okay, da komme ich auf jeden Fall noch nicht hin, weil im Hotel die Tür abgesperrt ist. Jetzt komme ich da gar nicht hoch. Das ist ja mehr als dämlich. Luigi? Eröffnung demnächst. So ein dickes L. Komme ich wohl auch nicht hoch. Mano! So viel Stuff, den ich mir nicht angucken darf. Also irgendwie vertraue ich dem Sniffit nicht so ganz, der das Zelt mit der Lampe aufgebaut hat. Sieht aus wie ein Wahrsager. Ich kann mir vorstellen, dass man sich da noch Tipps abholen kann. Wenn er nicht storyrelevant ist sogar. Wufski. Hier haben wir noch ein Tülpchen. So ein einzelnes. Ich bin stinksauer. Ich sah aus wie eine Blume, war innerlich jedoch total verdorrt. Zeit, den Spieß umzudrehen. Ja, genieß das Partyleben. Wie soll man das denn bitte finden, außer durch Zufall? Toadie! Wie viel hat sie eigentlich noch? Bald ist hier das nicht mehr Sniff City, sondern auch Toad City. Ich habe niemals die Hoffnung aufgegeben. Und tatsächlich, der 347. der an mir vorbeiläuft, hat mich befreit. Ist ja echt einiges los. Ah, dann kann ich gleich noch hier rüberspringen. Das ist ja optimal. Ändert aber nichts daran, dass die Treppe nach wie vor kaputt ist. Wo ist denn der? Nochmal die Glocke abwarten. Hier, ab hier. Vielleicht kann man über das Geländer laufen? Ja. Gut, das war jetzt ein bisschen offensichtlicher, weil auf der anderen Seite mehr ist. Ja, auf jeden Fall. Oho! Boah, die sind zum Teil echt nicht schlecht versteckt. Siehst du auch lauter lila und grüne Lichter? Oder geht das nur mir so? Du bist doch besoffen.
Die Bank nehme ich mal mit. Auch ohne Sonne ist es ja echt hell an diesem Ort. Ich wette, hier kriegt niemand hier ein Auge zu. Die Nacht, die keinen Tag kennt. Da ist ein Loch. Muss ich ziehen? Was ist denn mit dem los? Der will sich nicht helfen lassen. Man muss neben das Loch schlagen. Astreiner Hammerschlag, Mario. Respekt. Hab ich mit euch schon geredet? Was für ein friedlicher Teich. Er ist so still und unbewegt. Fast wie ein Spiegel. Früher soll dieser Ort mal anders geheißen haben. Jam City. Jedenfalls war er verlassen, als wir Sniffles gekommen sind. Wer es findet, darf es behalten. Ob das für ganze Orte auch gilt? Ist das hier überhaupt eine Palme? Ich steig gleich auf die Palme. Ja, dann zurück zum Sonnenaltar. Ich hoffe, mein Auto steht noch da, weil da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hab's nicht abgeschlossen, das war eine schlechte Idee. Ah, der Wippensniffet ist wieder da. Prinzipiell hat es funktioniert. Vielleicht muss ich in größeren Dimensionen denken. Lieber nicht. Es ist jetzt schon fast sämtliche Gedärme gebrochen. Nachts ist das Wasser so schön. Also eigentlich immer so ohne Sonne. Aber nie Sonne? Edel, exquisit und so weiter und so fort. Mehr fällt mir nicht ein in Sachen Reklame. Oh, hier gibt's schon wieder so teure Sachen zu kaufen. Mehr KP im Kampf. Versteckter Blockglocke. Und der Silberabwehr Plus. Der könnte sich als durchaus nützlich erweisen. Ich glaube, den ziehe ich jetzt sogar vor, weil ich kann mir nur eine Sache kaufen. Silberabwehr Plus, 6000. Ja, mal ein bisschen Ausrüstung, bisschen aufrüsten. Lässt dich im Kampf wesentlich weniger Schaden nehmen. Vielen Dank. Weil gerade so die letzten Bosse, die haben dann doch, ja, meistens um die 40-50% der Gesamt-KP abziehen können. Du schaust doch bald mal wieder rein, oder? Sind die Items eigentlich an die speziellen Shops gebunden? Oder wenn ich die einmal gesehen habe, kann ich die auch in anderen Läden kaufen, diese Sachen? Das wäre nämlich ganz praktisch. Ich befürchte nur leider, dass das nicht der Fall ist. Sondern ich mir merken muss, in welchem Laden es welche Sachen zu finden gibt. Hätte ich da am Rand des Sees entlanglaufen können, um dahinter zu kommen? Weil hier ist dicht. Wenn es nicht einen Weg gibt, den Teich zuzufrieren. Na. Dann komme ich da wohl nicht hin. Schau sich das einer an. Mein Auto steht noch da und ist sogar... Die Zündung ist an. Parkplatz frei. Wahrscheinlich darf man da gar nicht durchfahren, oder ja? Parkplatz frei. Was? Das Ding kann rückwärts fahren? Das ist mir aber neu. Ich bin ja kein Gast des Hotels, ne? Deswegen kann ich hier wahrscheinlich immer noch nicht durch. Oder doch? Seien Sie gegrüßt. Als Träger eines Schlüssels und Gast unseres Hotels haben Sie Zugriff auf dieses Tor zur fernöstlichen Sandpapierwüste. Ja, das ist schön und gut, aber ich möchte eigentlich trotzdem zuerst zurück zum Sonnenaltar. Ich kann mir vorstellen, dass es auf diesen Wegen dann zu diesen riesigen Statuen geht. Das ist echt ein cooles Gefährt. Ja, mit 150 Yoshis unter der Haube. Das zieht ganz schön, drückt einen hinten in den Sessel rein. Was ist das? Kann man mal so übersehen, oder? Ein riesiges Loch. Ach so, war das vielleicht verdeckt? Ja, ein bisschen. Und das war sogar das Letzte. Willst du laufen? Nein, will ich nicht. Vielleicht soll ich einfach mal die Pfeife einsetzen und dann hältst du die Klappe. Hat ja schon ein bisschen was vom Miauxi aus Super Mario Odyssey. Hier steckt noch einer. Vielleicht ist das ja auch der letzte, das wäre ein Zufall. Sieht nicht so aus. Danke, dafür weise ich dich auf den wichtig aussehenden Altar dort drüben hin. Ach so, das war's. Danke. Gut gemacht, Toadie. Tja, unser Freund, der Professor, scheint aber nicht da zu sein. Das ist blöd. Ich hätte wirklich gedacht, das ist er. Möchtest du hier nicht vielleicht dein Spiel speichern? Oh doch, wenn du das schon
sagst, Olivia. Das ist auch ein perfekter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Und dann sehen wir uns im nächsten hier wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.